Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online. Tipps und Tricks. Endlich ist es mal wieder soweit. Rockstar Games hat zwei neue Autos released im Rahmen vom Super Sport Series Update. Ich finde, wurde auch mal langsam Zeit, weil in den letzten zwei Wochen war es echt ein bisschen ruhig gewesen in GTA Online. Jedenfalls, das ist hier das Live-Tuning und der kleine Test da hinten vom neuen Rune Cheburek. Wir gucken aber nochmal ganz kurz auf SouthernSanAndreasSuperAutos.com. Da können wir die beiden nämlich kaufen. Einmal den Lampadati Michelli GT, heute rausgekommen, und der Rune Cheburek, auch heute rausgekommen, für 145.000 GTA-Dollar. Hier muss man sagen, hat es Rockstar Games diesmal nicht über, sondern untertrieben mit dem Preis, weil es ist echt der zweitbilligste Klassiker in GTA Online. Der billigste ist der Tornado, also den man kaufen kann für 30.000. Und jetzt der für 145.000, also gut, vom Preis her würde ich schon mal denken, okay, ist bestimmt nur so ein Sammlerstück, von der Leistung wahrscheinlich nicht so, aber wir gucken mal. Und wie es von mir gewohnt seid, gibst du den Kanal natürlich wieder die Real-Life-Anspielung, deine Menge Hintergrundinformationen, also unnützes Wissen und Easter Eggs. Interessant finde ich, dass Rockstar Games hier mit dem Rune Cheburek eine ganz neue Automarke ins Spiel gebracht hat, nämlich, wir können mal ganz kurz in die Kamera gehen und können wir das Logo schauen. Das ist hier nämlich die Marke Rune, wie ich ja schon gesagt habe. Ja, Rune bedeutet Rune, also das sind so altgermanische Schriftzeichen bzw. Wikinger-Schriftzeichen. Was ist ein Rune für eine Anspielung? Also Rune ist eine Anspielung auf die russische Automarke Lada. Das Logo von Lada sieht so ähnlich aus, da haben wir nämlich auch ein Segel drauf und hier ist es was anderes. Hier ist es nämlich, wenn wir mal genau hinschauen, wenn wir das Logo mal auf die Seite drehen, können wir erkennen, dass es hier kein Segel ist, sondern die Front von einem Wikinger-Schiff. Ja, ihr merkt schon diese ganzen Verbindungen, Wikinger, altgermanisch, Runen, ja, das passt halt alles zusammen. Und deswegen geht es auch gleich weiter zu den Real-Life-Anspielungen, also von welchen echten Autos hatten sich hier Rockstar Games für den Rune Cheburek inspirieren lassen. Ich habe ja schon gesagt, Rune ist Lada, von daher haben wir in der Front schon mal einen Lada drin, nämlich den Lada 1600 aus den 70er Jahren. Da sehen wir zum Beispiel an diesen Doppelscheinwerfern am gesamten Kühlergrill mit dem Logo in der Mitte, darunter halt diese Lufteinlässe, dann die Motorhaube und dann noch unten Blinklichter zum Beispiel. Also gut, da waren die Außen beim Lada 1600, hier sind die Innen, aber ihr wisst Bescheid, ihr seht schon, diese komplette Frontform halt. Die Seitenform, hier steckt auf jeden Fall der Lada 1200 drin, meiner Meinung nach. Das können wir zum Beispiel an der gesamten Form erkennen, an den Türen, an den Türgriffen und an den Spiegeln. Heck ist interessant, weil hier stecken gleich zwei Autos drin. Die Heckscheibe, würde ich sagen, ist wieder Lada, nämlich Lada 1200. Aber dann der gesamte Unterbereich um den Kofferraum rum, die Lampen, Nummernschildbereich und Stoßstange mit Auspuff. Da würde ich wieder sagen, Datsun 510. Also ich glaube, das geht ganz klar in die Richtung vom Nissan Datsun 510. Das ist relativ wenig Lada am Heck. Wobei, witziges Detail, hier unten könnt ihr sehen, Rune 1200, ja, das ist die Anspielung an den Lada 1200. Die Heckstoßstange, die hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Lada Riva. Da kann man nämlich auch noch im LS Customs noch ein bisschen was tunen. Auch die Frontstoßstange, die geht so in die Richtung, diese fette Frontstoßstange, wobei beim Lada Riva hatten wir da eher an den Seiten noch so ein bisschen Plaste dran. Aber wie gesagt, im LS Customs können wir da noch was machen. Ich habe noch auf jeden Fall noch weitere Infos für euch, noch weitere coole Easter Eggs und unnützes Wissen, aber da kommen wir zu später. Nach dem Tuning, wenn wir so ein bisschen rumlatschen und uns die Karre nochmal anschauen nach dem Tuning, jetzt geht es erstmal rein in LS Customs und mal schauen, was wir so Schönes machen können aus dem russischen Rune Cheburek, dem Klassiker, dem zweitbilligsten Klassiker in GTA Online. Erstmal reparieren, Panzerung, den ganzen Standardkram erstmal machen, Bremsen. Jetzt haben wir Rennbremsen, ich dachte, wir hatten noch mehr. Ich habe mich gerade verguckt. Stoßstangen, wir haben immer Frontstoßstangen, erste Spezial-Tuning-Kategorie sozusagen. Wir haben eine, das ist witzig, eine Pappstoßstange, Alter. Wir können hier echt Pappe ans Auto ran tun und mit so Klebestreifen befestigen, Alter. Ich glaube, wir machen hier echt so einen richtigen Cardboard-Ricer. Also so ein richtiges Ricer-Auto, was einfach nur extrem verhauen aussieht, aber dafür lustig. Also so ein richtiges Troll-Auto, weißt du? Wenn Rockstar Games mir schon die Möglichkeit gibt, so ein Auto zu basteln, ich glaube, dann mache ich das auch. Wir haben noch Stoßstange entfernen, dann eine klassische, dann eine Retro-Stoßstange. Und hier habe ich gesagt, ihr wisst ja, Lada Riva, ich glaube, das ist die. Ich glaube, das ist die. Da haben wir nämlich auch noch diese Plasteteile an den Seiten dran. Bin mir nicht so sicher. Dann nochmal Splitter extra, habt ihr schon gesehen. Dann Rennstoßstange. Für die Leute, die sagen, okay, ich will aus der Karre so ein cooles Auto machen, aber Alter, ich weiß nicht. Es ist schwer, aus dem Auto ein cooles Auto zu machen, weil irgendwie sieht das halt schon vom Standard her aus wie so ein Minecraft-Auto. Ist halt echt nicht schön, finde ich. Also, weiß nicht. Hier, finde ich, bietet sich's echt an, ein Trollauto draus zu machen. Na, jedenfalls hier nochmal Tuner-Stoßstange und vorne noch mit Ölkühler dran. Ja, sieht ganz nett aus.
Aber ich werde mich hier für die Pappstuhlstange entscheiden. Kostet auch nur $95, Alter. Voll der Budgetpreis. Eben mal schnell beim Penny gekauft und raufgeklatscht. Na gut, Klebestreifen noch extra. Was sind das? Tesa Poster Strips. Heckstuhlstange haben wir. Pappstuhlstange. Auch schön mit Klebestreifen befestigt. Das sieht richtig verhauen aus. Aber geil irgendwie lustig. Dann Stoßstange entfernen haben wir noch, eine klassische. Und wieder diese Retro, ich würde sagen, ja, Lada Riva Stoßstange. Aber Pappstoßstange for the win. Und Motor, MS4, dann haben wir, nee, Sprengstoff nicht. Scheinwerfer, glaube ich, ach so, das ist erstmal nur die Scheinwerfer-Tuning-Option. Das Problem, was ich immer so habe mit so Scheinwerferabdeckung, man kann ja logischerweise nicht mehr das Licht sehen. Von daher würde ich die mal einfach weglassen. Und ich finde, das sieht wieder einfach schon fast schon wieder zu cool aus für diese Karre. Dann haben wir noch Motorhaube. Und natürlich für die klassischen, Alter, die klassischen Papplüftungen. Ja, für alle Racing-Fans, die nicht viel Geld haben. So, dann Carbon-Motorhaube. Sport, eine Carbon-Sport, eine Rennen. An der Seite mit so ein bisschen Lüftungsschlitzen, Carbon-Rennen. Tuner, Carbon-Tuner. Und wir gehen jetzt wieder auf die Papplüftung. Dann haben wir noch Hupe, Lichter. Hier wollte ich sagen, vorhin wollte ich schon sagen, ist mir zu retro die Karre. Von daher glaube ich, lasse ich designmäßigen Scheinwerfer. Sieht einfach besser aus irgendwie. Weil so Xenon passt nicht zu so einem 70er Jahre Klassiker irgendwie. Unterbodenbeleuchtung mache ich sowieso nicht. Früher hätte ich es noch gemacht. Ich weiß, da hat mich viele immer für gehatet. Aber nee, lasse ich bei den Klassikern auf jeden Fall weg. Achso, für alle, die sich jetzt irgendwie so ein bisschen wundern, falls ihr das so hallen hört, gerade bei der Aufnahme, es liegt daran, weil ich gerade erst in eine neue Wohnung eingezogen bin in den letzten Wochen. Von daher halt das hier noch ein bisschen. Hab mir aber auf jeden Fall schon so eine Schallschutzzeugs da bestellt. So, dann haben wir Designs. Nächste Spezialtuning-Kategorie. Wir haben hier klassische Streifen. Geht's über die Motorhaube oben drüber, das Dach und hinten. Dann einen roten Stern. Auf jeden Fall geile Russen-Anspielung. Hard Base. Zwei schwarze Streifen. Dann Prolabs. Geht es über die Seite, zwei weiße Streifen, ansonsten nichts weiter. Atomic Tires, das ist so ein bisschen so Racing-Style mit ein bisschen Racing-Design, Racing-Bemalung. Fukaru, wieder dasselbe, bloß mit ein bisschen weiß und rot. Tinkel Mobile, das sieht wunderschön bunt aus. Ich glaube, das passt zu der Pappe. Wir machen uns ja so ein richtig schönes Troll-Auto, so ein Troll-Minecraft-Auto. Alter, weil es einfach so eckig aussieht. Und ich glaube, von daher passt dieses Bunte ganz gut. Für alle, die noch so ein bisschen in die Russen-Richtung gehen, da gibt es hier noch dieses Scherenkov-Wodka-Design. Ich glaube, der Designer hat so an einem Abend, stellt euch vor, da sitzt so ein Designer und entwirft so ein Auto, so ein russischer Designer, also no hate, keine rassistische Bemerkung oder so. Aber stellt euch einfach mal vor, der sitzt da so am Abend und denkt sich, Flasche Wodka getrunken und jo, jetzt designen wir mal ein Auto. Und am nächsten Morgen sieht das dann so aus, nach einer Flasche Scherenkov-Wodka. Also hier perfekt dazu passend. Prolabs rostig, nochmal die weißen Streifen mit aber Rost und komplett Rost. Naja, weiß nicht. Was soll man nehmen? Hat ja schon gesagt, hier so Tinkel Mobile gefällt mir ganz gut. Das sieht halt so schön bunt aus. Passt irgendwie zu diesem ganzen Papp-Quatsch da. Von daher nehme ich das. Dann haben wir noch Spiegel. Kunststoff, nö. Das sieht mir wieder zu cool aus. Zu Racing-like, irgendwie zu edel. Kunststoff, Kotflügel und Kotflügel der Primär. Nö, da lasse ich auf jeden Fall die standardmäßigen Kotflügel. Auf jeden Fall immer viele Spezialtuning-Kategorien. Wäre auf jeden Fall ein Kandidat für Tuning-Schätze. Hier werde ich wieder gelb auf schwarz nehmen. Lieblingsnummernschild. Passt, finde ich, mal irgendwie am besten. Dann Lackierung müssen wir mal schauen. Primärfarbe auf jeden Fall ein Metallic. Das passt zu den Retro-Kannen am besten. Irgendwie so eine Metallic-Lackierung. Finde ich zumindest. Schreibt auf jeden Fall auch mal in die Comments, was ihr so genommen hättet für die Karre. Hättet ihr eher so in cool getuned, also dass es halt gut aussieht, oder so ein Trollauto draus gemacht mit diesem ganzen Papp-Design? Ich glaube, hier werde ich irgendwas Auffälliges nehmen. Ich denke mal, nicht ein Rot. Hätten jetzt wahrscheinlich einige wieder gedacht, dass ich wieder so ein Replay Oldschool Rot nehme. Nee, ich nehme auf jeden Fall ein, genau, Limettengrün. Das ist schön auffällig und passt auch zu diesem bunten Kram da hinten. Alter, das sieht so kacke aus. Irgendwie, aber auch irgendwie witzig, wie so Spielzeugauto, Spielzeug-Minecraft-Auto mäßig. Perleffekt lasse ich mal weg. Sekundärfarbe mache ich ein Metallic. Und hier werde ich auf jeden Fall auch wieder ein Limettengrün nehmen, dass es halt zur Front passt. Meine gut, wir hätten jetzt noch vorne ein bisschen gelb machen können. Also komplett gelb, so gelb-rot-gelb, wäre ja auch nicht schlecht. Aber hey, ich will es noch mehr Clowns-Auto-mäßig machen. Machen wir weiter. Ausstattungshaber, noch eine Spezialtuning-Kategorie. Hier hätte ich gern auch ein Limettengrün. Darum gehe ich mal kurz durch. Hier seht ihr, was sich alles so verändert. Sitze ändern sich so ein bisschen an die Seite, an den Türen.
am Armaturenbrett auch noch. Ja, nicht schlecht. Wir haben echt eine Menge Tuning-Optionen für diese Retro-Karre, für dieses relativ hässliche Auto. Limettengrün. Das war's zu Lackierung. Dann bei Dach haben wir noch eine Papplüftung am Start oben, ja. Extrem professionell dran geklebt. Dann Gepäckträger. Hey, das erinnert mich irgendwie, diese ganze Pappkram, so an die Leute. Ihr kennt die vielleicht, die bei Kaufland dann immer diese leeren Pappen mitnehmen aus der Gemüseabteilung und dann wahrscheinlich zum Tunen verwenden. Richtig geil. Gepäckträger mit Gepäck drauf und viel Gepäck. Ihr kennt das zum Beispiel vom Pigalle, der hatte das auch drauf. Gab es auch diese Gepäck-Tuning-Option. Turbulatoren. Wow, das sieht wieder viel zu cool und professionell aus. Nee, auf jeden Fall nehme ich die nicht. Dann Hecklamellen, die sehen auch wieder zu cool aus. Dachspoiler. Yo, nee, auf jeden Fall Papplüftung. Digga, wir machen echt einen schönen Pappracer daraus. Das ist der absolute Wahnsinn. Pappe können wir, glaube ich, nicht einfärben. Schade. Dann verkaufen können wir das jetzt für den Preis. Echt billig. Seitenverkleidung. Natürlich Pappseitenverkleidung, aber wir haben noch Tuner-Seitenverkleidung. Ja, langweilig. Nein, Pappseitenverkleidung. Ey, diese ganzen Klebestreifen, das sieht aus. Übel zusammengeflickt. Dann Spoiler, natürlich. Ein Pappspoiler, Digga. Ein Pappspoiler. Muss ja sein. Hätte ich jetzt auch mit nichts anderem gerechnet, dass wir hier. Gut, wir haben normale Spoiler noch zur Auswahl. Sogar Sticker, aber wir brauchen hier Sticker. Ich meine, wir haben keine anderen Optionen. Hier noch so einen großen Heckklappen-Spoiler. Hatten wir auch schon bei dem Pickup, Digga. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Tuner-Spoiler, ein Rennspoiler, na, sieht wieder viel zu cool aus. Und ein Rallye-Spoiler, die sehen extrem episch aus. Also sag mal so, hätte ich das auf cool getuned, sag ich mal, vielleicht sogar, hätte ich vielleicht sogar einen von denen genommen, weil die sehen echt originell aus. Kenne ich jetzt nicht so von anderen Autos. Ich glaube, das ist das Originellste, beziehungsweise hast du die originellsten Tuning-Teile mit in GTA Online. Aber ihr wisst ja, ich will auf jeden Fall ein Pappauto machen, von daher nehme ich einen Pappspoiler wieder. Federung, wir haben hier sogar eine Rennfederung am Start und das Auto wird echt tief gelegt. Das ist krass, guck mal, wie tief das gelegt wird, Wahnsinn. Eigentlich nicht normal für so einen Klassiker. Wird tief gelegt, richtig krass. So, dann Getriebe, wir haben Renngetriebe am Start. Turbo-Tuning, Reifen. Und hier würde ich, glaube ich, so ein, weiß nicht, wir können jetzt wählen, kein Verluxus. Ich glaube zwischen Lowrider und Muscle Car, wobei ich glaube eher zu Muscle Car tendiere. Und die noch einfärben werde. Schauen wir mal. Hier hatte ich mir schon mal welche ausgeguckt. Nämlich diese hier. Drag SPL. Beziehungsweise Revolver. Aber ich glaube, ich nehme die Drag SPL. Ja, doch. Passt, glaube ich, so ganz gut zum Kühlergrill. So, weiß nicht. Irgendwie harmoniert das. Drag SPL. Und dann werden wir die mal noch einfärben. Dieses Auto. Und hier, glaube ich. Nö, schwarz, das ist mir wieder zu einfach. Ich glaube, hier nehme ich dann doch ein Grün. Wenn wir haben, nämlich ein Limettengrün. Ja, wir haben ein Limettengrün draufgeklatscht. Und dann noch Reifmuster, natürlich Tuningreifen, Reifenverbesserung, schusssicher, Reifenqualm. Ja, in dem Fall dann eben einen grünen Reifenqualm. Und was haben wir noch? Fenster haben wir noch zum Tunen. Nö, brauche ich eigentlich nicht. Ich will jetzt kein Gangsterauto oder so draus machen, sonst hätte ich es vielleicht gemacht. Aber ja, unser Rune Chaburek Pappauto, unser Papp Cardboard Racer, wie auch immer, ist fertig getuned. Und ich würde sagen, wir gucken uns die Karre jetzt mal von draußen an. Der Rune Chaburek von draußen, da steht unser voll aufgetuntes russisches Clowns-Auto und deswegen auch Fahrzeugtüren. Bitte alle mal auf, damit wir uns das Ding nochmal nach dem Tuning von draußen ganz gediegen, ganz entspannt anschauen können. Hier können wir sehen, müsste ein Vierzylinder sein, sieht jedenfalls so aus. Und da drüben, hier rechts daneben, ein Luftfilter, der wird auch grün eingefärbt. Sekundärfarbe müsste das sein. Und jetzt beim Rumlatschen gibt es noch ein bisschen unnützes Wissen und ein paar geile Easter Eggs auf euren Nacken. Wenn wir zum Beispiel mal das Cockpit anschauen. Hier hat Rockstar Games auf jeden Fall kopiert, nämlich vom Willard Faction, wenn wir zum Beispiel mal die Tachos anschauen. Der Rest ist aber ein bisschen anders, da hat Rockstar Games ein bisschen umgebaut. Aber ansonsten Tachos vom Willard Faction. Dann das kleine Teil da in der Mitte auf dem Armaturenbrett, was auf den ersten Blick zumindest für mich so aussah wie eine Handyhalterung, also wie so eine Smartphone-Halterung. Das ist in Wirklichkeit eine Anspielung an diese ganzen russischen Dashcams, beziehungsweise in Russland ist ja so, ihr habt einen krassen Verkehr da, ihr habt viel Fahrerflucht, ihr habt korrupte Polizei und auch Leute, die gerne mal Versicherungsbetrug begehen, ja, und von daher haben die Leute, die so eine Dashcam im Auto besitzen, also praktisch eine Kamera auf dem Armaturenbrett besitzen, Vorteile sogar, die zahlen da weniger Haftpflichtversicherungen, von daher ist das geil, auch weil es vor Gericht dann zugelassen wird, falls euch was passiert, also darum gibt es echt so viele
Dashcam-Videos aus Russland. Ihr kennt ja diese ganzen Compilations auf YouTube, wo ein Haufen krasse Sachen passieren. Darum diese Anspielung, übelst geiles Easter Egg an diese russischen Dashcams. Wo kommt denn jetzt eigentlich der Name her? Also was bedeutet denn jetzt Cheburek? Naja, Cheburek ist eine Anspielung an eine osteuropäische Spezialität, nämlich die Cheburecki oder den Cheburecki. Das ist sowas wie eine gefüllte Teigtasche, gefüllt mit Gehacktes und noch Zwiebeln, die wird dann frittiert und das ist ein ganz beliebtes Fastfood zum Beispiel in der Türkei und in Russland. Dann noch zu diesem Tuning-Stil, also diesem Pub-Tuning-Stil. Hab mich erst gedacht, Rockstar Games hat den erfunden. Nee, es gibt wirklich, ohne Spaß jetzt, konnte es auch erst nicht glauben, es gibt so einen Cardboard-Ricer-Tuning-Stil, also Leute praktisch, die ihre Autos extrem überladen auftunen, also ricen, und das halt mit diesen Pub-Teilen. Also wie ich vorhin gesagt habe, diese Leute, die sich zum Beispiel aus der Gemüseabteilung von Kaufland oder Rewe einfach diese Pappen mitnehmen, diese leeren Pappteile, wo Gemüse drin war, und dann sich noch ein bisschen Klebestreifen schnappen, diese Teile dann als Spoiler verbauen oder Lufthutzen verbauen oder Seitenverkleidung, und dann habt ihr halt so einen schönen Cardboard-Ricer, der im Prinzip überhaupt nichts kann, der einfach nur scheiße aussieht, also gut, irgendwie lustig aussieht, irgendwie witzig. Cardboard Ricer Tuning Stil, wisst ihr Bescheid. Im LS Customs gibt es dann noch so ein Design, das heißt Hard Bass Design oder Hard Bass Design. Das ist eine Anspielung an russische Hard Bass Musik. Thema Russland, es geht gleich weiter. Wir haben ja noch so ein Prolapse Design im LS Customs mit diesen weißen Streifen, also Prolapse rostig. Und das könnte eine Anspielung sein an die russische Gopnik Subkultur. Das sind so, naja, man sagt kriminelle Jugendliche, die meistens so Adidas Style tragen, also Adidas Klamotten. Und die auch gern mal so ein Adidas-Design auf ihre Autos draufklatschen. Könnte sein. Interessant finde ich übrigens auch, dass wenn wir die Federungsoption ändern, da ändert sich nämlich der Radsturz beim Cheburek. Das könnt ihr zum Beispiel sehen, wenn ihr mal die normale Federung macht und dann mal die Rennfederung. Und dann werden die Räder so, naja, die haben halt so einen anderen Winkel, so einen anderen Sturz. Die knicken so nach innen ein. Das haben wir zum Beispiel auch schon beim Fegeloa gehabt oder beim Vapid Alley. Das war's jetzt erstmal zum Thema unnützes Wissen und Easter Eggs. Jetzt gibt's wie gewohnt noch einen Soundcheck, eine Runde um den Block und ein kleines Fazit. Ja gut, was gibt's zum Cheburek zu sagen? Die Karre ist leistungstechnisch echt unterdurchschnittlich bzw. echt ziemlich schlecht. Beschleunigung ist mies, Endgeschwindigkeit auch, Handling, naja, hatte Probleme mit Übersteuern. Der Rest, Bremsweg ist auch relativ lang, Motorsound kann man sagen, ist vielleicht noch okay. Aber gut, ich meine, die meisten hatten es vielleicht sowieso schon gedacht, die Karre ist ein reines Tuner-Auto für Tuning-Fans oder halt für Autofans generell, die so Lada abfeiern, ne? Oder der Clowns-Auto, so Clowns-Auto-Fans, weißt du? Ich meine, no hate gegen Lada, ich meine, es ist ein Klassiker, ein schöner Klassiker, den der Rockstar Games mit reingebracht hat, aber eben wirklich für Klassikerrennen nicht zu empfehlen, da würde ich dann doch lieber den Turismo Classic zum Beispiel nehmen oder den Cheetah Classic. Auf keinen Fall die Karre hier. Wirklich nur für Leute, die sagen, hey, die 145.000, mein Gott, ist echt billig. Da kann ich da kann ich das Geld doch mal rausschmeißen und hier so ein Fun-Auto basteln. Warum nicht? Ich meine, Spaß ist es allemal wert. Ja, das war es jedenfalls zum Live-Tuning und dem kleinen Test vom Rune Cheburek, unserem russischen Clowns-Auto hier. Für alle, die noch viel Geld in GTA Online brauchen, die können mal gerne den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken. Da habe ich wieder die Bestellseite von meinem Modder Team Extreme Modding verlinkt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut erstmal rein und ich bin erstmal raus. Peace out, bye bye, ciao, ciao.